Ein Film. Jahrzehntelang verschollen. Vielleicht hätte er es bleiben sollen. Es stürmte laut, nur eins war still. Die Leiche von Lord Baskerville. Ein Geisterhund, so die Legende, bringt jedem Baskerville sein Ende. Sherlock Holmes, der Detektiv, bitte neigt die Köpfe tief. Dr. Watson ist sein Helfer, doch verschießt er jeden Elfer. Sir Henry kommt aus Kanada, es war für ihn entspannter da. Er ist auch ein Baskerviller, tötet ihn der Masterkiller. Wuhu! Das ist die schöne Beryl, von der Sir Henry mehr will. Stapleton, ihr Vormund knurrt drum wie ein Moorhund. Barrymore, der Diener, gleich verdächtig schien er. Dessen Frau ist schmächtig, doch auch sehr verdächtig. Sherlock Holmes, der Meister, glaubt an keine Geister. Doch muss Holmes mit Watson um die Wette glotzen. Denn was keiner sehen will, ist der Hund von Baskerville. Wer ist denn jetzt der Mörder? Ein Teufel, ein Gestörter. Es ist, hört zu. Sherlock und der letzte Hund. Halte deine Ohren steif. Diesen Film erlebst du live. Quatsch.